Nochmal herzlich willkommen. Ich bin Nahi Jui Parvin, Senior Projektleiterin im Geschäftsfeld Digitalisierung bei der VDE DKE. Koordiniere und leite IT- und Digitalisierungsprojekte und so bin ich hier zusammen mit Magnus Wedeker und Alexander Wollbrink heute zusammen hier für die Präsentation gekommen. Ja? NormAIS, Normintegration in die Verwaltungsschale. Darum geht es hier. In NormAIS Teil B haben wir hauptsächlich drei Fokuspunkte gehabt. Einmal die Integration von Normanforderungen in die Produktentwicklungsprozesse, einmal Abgleich von Produktfähigkeiten und Normanforderungen und last but not least Bewertung und Dokumentation von Normkonformität des jeweils aktuellen Produktentwicklungsstands. Das alles auf Basis der Verwaltungsschale eines Produktes in der Entwicklung und eine Verwaltungsschale der Norm. Dieses Projekt wurde ins Leben gerufen von IDIS. IDIS ist der Initiative Digitale Standards. Mit dem Mandat von DIN und DKE wurde IDIS ins Leben gerufen. Hier ist der Fokus Smart Standards, digitale Norm. Es geht halt darum, dass man alle relevanten Informationen für Menschen und Maschinen in den passenden Formen bereitstellt, wann und wo immer sie benötigt wird. Als Teil der Datenökonomie muss Normen und Standard digitalisiert werden. Und dafür steht IDIS seine Rolle als Bindeglied zwischen Normerstellung und digitaler Normanwendung. Im Rahmen von IDIS bearbeiten wir oder konzipieren wir verschiedene Pilotprojekte und erarbeiten auch unterschiedliche White Papers. Zum Beispiel der neueste, was wir jetzt aktuell hatten, ist der betriebswirtschaftliche Nutzen von Smart Standards in Normanwendungsprozessen zu analysieren. Wenn Sie Interesse daran haben, die Links zu IDIS White Paper sowie zu IDIS Pilot Norm AAS sind in die Folie gegeben. Wir werden die Folien mit Ihnen auch teilen. So von daher, ich würde dann auch sagen, dass IDIS besteht hauptsächlich aus Industriepartnern, Industrieorganisationen und Unternehmen. Wenn Sie Interesse daran haben, um hier mitzuwirken in Smart Standards Entwicklung mitzuarbeiten, melden Sie sich bei uns, wir werden uns sehr freuen. Jetzt im Rahmen von IDIS hatten wir einen White Paper erarbeitet. Es ging um die Szenarien zur Digitalisierung der Normung und Normen. Hier haben wir ein Utility-Modell erfasst, wo die unterschiedlichen Stufen, Levels von Digitalisierung der Norm dargestellt wurde. Ich werde direkt auf Level 3 und 4 unseren Fokus bringen. In Level 3 geht es um maschinenlesbare und ausführbare Inhalte. Und im Level 4 geht es um maschinenlesbare und interpretierbare Inhalte. Mit Norm AAS, so AAS-basierte Smart Standards, befinden wir uns irgendwo hier in der Mitte zwischen Level 3 und Level 4. Jetzt werde ich das Wort an Magnus übergeben, um das Norm-AIS-Konzept sowie die Demonstration näher zu erläutern. Magnus, the floor is yours. Ja, vielen Dank, Julie. Genau. Ja, also wir kommen heute zu der Präsentation unserer Demonstration, die wir in diesem Piloten entwickelt haben. Ich will nur kurz zuvor noch mal kurz sagen, dass wir uns in der Tat hier mit den entwickelten AAS-basierten Smart Standards dann in der Level 3 und zwischen Level 4 bewegen. Und wir werden sehen, dass wir die Standards mit Verwaltungsschalen ausgestattet haben und dass es uns das erlaubt, in der Produktentwicklung, wenn wir die Produktseite gut beschrieben haben, zu ja, die beiden integrierten Informationsmodelle zu benutzen, um basierend auf Produktinformationen erstens Standards zu finden, die relevant sind, und zweitens aber auch dann Anforderungen in diesen Standards zu empfehlen und das Ganze dann die Produktseite, die Produktfähigkeiten mit den Standardanforderungen zu verknüpfen, um dann letztendlich
so eine Art Checkliste zu haben, um zu prüfen, an welchen Stellen muss das Produkt noch nachgeschärft werden, an welchen Stellen muss es weiter bearbeitet werden, um in Richtung Normkonformität zu kommen. Genau, nochmal kurz die Grundidee von den Piloten. Also derzeit sind in Normen enthaltene Regelwerke nicht formalisiert, können somit nicht automatisch von Maschinen interpretiert werden. Und in unserem Piloten hatten wir das Ziel, die digitale Norm, also einen digitalen Zwilling für die Norm zu entwickeln, der die ja, existierenden Herausforderungen wie Interpretationsspielräume, Inkonsistenzen, mangelnde Plausibilität löst. Genau, mit der Verwaltungsschale, auf Englisch Asset Administration Shell, abgekürzt AAS oder AAS, existiert ein Konzept für Industrie 4.0-konforme digitale Zwillinge und diese ermöglichen ja, die Entwicklung von neuen Geschäftsmodellen und Services. Beispielsweise neue Services, neue Geschäftsmodelle. In unseren Piloten haben wir den Service einer digitalen Vorzertifizierung von Produkten entwickelt. Und das Ganze basiert, wie gesagt, auf Basis von Normen oder Teilen von Normen, die in digitale Zwillinge ja, interoperabel angereichert wurden. Ja, derzeit läuft dieser Prozess manuell ab, basiert auf Dokumenten, die zur Ansicht oder Prüfung ja, aus proprietären Dokumentenmanagementsystemen bezogen werden oder in Papierform vorliegen und dann von Menschen durchforstet werden nach Anforderungen, die für ihr jeweiliges Produkt in der Entwicklung geeignet sind. Und in diesem Piloten demonstrieren wir, wie die ja, Verwaltungsschale um Norminhalte erweitert werden kann, um diese Prüf- und Zertifizierungsprozesse zu beschleunigen und zu verbessern. An dieser Stelle würde ich mich gerne bei allen bedanken, die an der Umsetzung beteiligt waren. Das waren alle Teilnehmer in dem Norm-AS-Piloten, aber auch diverse weitere Personen, mit denen wir diskutiert haben. Also vielen Dank in die Runde. Genau. Ein Austausch, der stattgefunden hat, war mit diversen Produktentwicklungsteams. Und da waren die Kern- oder die konkreten Anforderungen aus der Produktentwicklung, dass zwischen Produkt und Normen, dass da eine 1-zu-N-Beziehung bestehen muss. Also ein Produkt kann zu mehreren Normen konform sein. Dann haben wir gleichzeitig hinzukommt noch, dass jedes Produkt aus Produktfähigkeit oder Produktfähigkeiten umfasst und jede dieser Fähigkeiten gleichzeitig auch wiederum zu mehreren Anforderungen in gegebenenfalls verschiedenen Normen konform sein sollte. Genau. Und wir haben zwei Integrationsrichtungen. Auf der einen Seite haben wir die Integration von Anforderungen aus Standards in die Produktentwicklung und gleichzeitig dann so eine Art Rückweg, die Bewertung der Standardkonformität des Produktes gegenüber den Anforderungen in den Standards. Genau, hier sehen wir jetzt nochmal das Bild, was ich eben schon auf der Titelslide gezeigt hatte. Das ist jetzt ja, grafisch dargestellt, wie wir die Verwaltungsschalen designt bzw. modelliert haben, um unserem Use Case gerecht zu werden. Wir sehen zunächst auf der linken Seite das Produkt P, welches sich dann in der Produktentwicklung befindet. Und ja, das Produkt befindet sich in der Entwicklung. Wie gesagt, entsprechend werden die vier hier ausgewählten Teilmodelle, vielleicht kann ich das noch mal kurz hinzusagen, dass für ja, Teilnehmer, die der AAS jetzt nicht so geläufig ist. Die Verwaltungsschale besteht aus Teilmodellen, die ja, dynamisch zu einer Verwaltungsschale hinzugefügt werden. Zu hinzufügen bedeutet, dass sie verlinkt werden. Genau, und diese Teilmodelle sind dann basieren in der Regel auf Standards, ja, beispielsweise die IDTA, also die Industrial Digital Twin Association, entwickelt Standards von Teilmodellen und diese Templates, sogenannten Templates, können dann ja, instanziert werden, also mit Daten angereichert werden. Und diese Instanzierung, diese Datenanreicherung erfolgt bei uns im Laufe der Produktentwicklung. Das heißt, auch die Teilmodelle werden sich im Laufe der Produktentwicklung immer weiter ja, erweitern, anpassen und den aktuellen Produktentwicklungsstand repräsentieren. Ja, und da verwenden wir die hier aufgelisteten drei IDTA, also Standard-Teilmodelle von der IDTA. Einmal das Digital Nameplate for Industrial Equipment, was Nameplate-Informationen bereithält. Dann haben wir das Teilmodell Capability Description, welches die Fähigkeiten unseres Produktes
repräsentiert, darstellt und gleichzeitig dann noch das Technical Data Submodell, welches die technischen Daten der Produkte integriert. Und zwar werden wir gleich in der Demonstration sehen, wie wir ja, ein Produkt erstellen, mit High-Level-Informationen anreichern, also Name, Typ, wer es entwickelt, das wandert hier alles in dieses Nameplate hinein. Dann fügen wir dem Produkt eine Fähigkeit hinzu, was dann natürlich in der Capability Description Submodell dargestellt wird. Und diese Fähigkeiten verknüpfen wir wiederum mit technischen Daten. Da kommen wir dann gleich im Detail zu. Und zu guter Letzt haben wir auf der Produktseite dann ein Teilmodell, welches wir Pre-Certification Testbook genannt haben. Dieses Teilmodell ist derzeit in den Piloten entstanden, also stand jetzt proprietär, welches nachdem eine ja, digitale Vorzertifizierung stattgefunden hat, die Bewertung der Standardkonformität integriert. Genau, auf der rechten Seite sehen wir einen Standard S, der auch wiederum mit einer Verwaltungsschale ausgestattet ist. Wir haben in diesem Fall zwei Teilmodelle, in denen die Informationen, die Informationen auf Dokumentebene, aber auch die Norminhalte und Fragmente enthalten sind. Und zwar verwenden wir hier für das Digital Standards Datasheet, welches die Informationen auf Dokumentebene verwendet, das von Interopera entwickelte Teilmodell. Und dann haben wir ein Teilmodell entwickelt, welches wir Digital Standards Content genannt haben, in das wir die Norminhalte und Fragmente eines Standards, einer Norm integrieren. Und dazu haben wir uns ein wenig an dem Interopera-Teilmodell Intelligent Information for Use IIRDS orientiert und da diverse Identifier in unser proprietäres Teilmodell und die Struktur teilweise übernommen. Aber wir haben jetzt nicht nur Norminhalte und Fragmente, sondern auch Smart Standard Tags zu diesen einzelnen Anforderungen hinzugefügt. Das können wir uns gleich dann im Detail angucken. Genau, und das letztendlich ermöglichen uns diese beiden Verwaltungsschalen, also die Verwaltungsschalen eines Produktes sowie die Verwaltungsschalen von Standards, ein automatisches Matching von Produktfähigkeiten auf der linken Seite und Normanforderungen auf der rechten Seite. Und dann kann man sich das Ergebnis so vorstellen, zum Zeitpunkt Z und zum Entwicklungsstand E erfüllt das Produkt P zu X% die Anforderungen von Standard S. Und dann haben wir des Weiteren eine Checkliste, die uns angibt, welche Anforderungen noch nicht erfüllt sind. Und diese Anforderungs- oder diese Checkliste können wir dann einfach in unseren Produktentwicklungsprozess einbinden und die noch nötigen Entwicklungsschritte sukzessive abarbeiten, sodass wir dann letztendlich in Richtung einer Normkonformität des Produktes gelangen. Genau, hier nochmal jetzt in einem Diagramm dargestellt. Ich werde es jetzt nur kurz hier skizzieren und wir sehen es dann gleich live in der Produktentwicklung. Also wir haben hier letztendlich fünf Entitäten im System. Wir haben einmal Produktentwickelnde, dann haben wir einen Produktentwicklungsservice, dann haben wir einen Verwaltungsschalen-Server der Produktentwickelnden, dann haben wir diesen digitalen Vorzertifizierungsservice und einen Verwaltungsschalen-Server der Standardanbietenden, also beispielsweise den DKE. Ja, und dann geht's los, ne? Also der Produktentwickler hat eine Idee, startet in den Produktentwicklungsservice die Produktentwicklung, definiert erste Produktfähigkeiten. Daraufhin wird alles, also die Verwaltungsschale ist komplett im Hintergrund mit der Verwaltungsschale interagieren nur die Services. Der Produktentwickler hat eine ganz normale Produktentwicklungsoberfläche. Und entsprechend werden die ersten Definitionen dann in einem Verwaltungsschale des Produktes integriert, auf dem Server gespeichert. Und in der Folge interagiert der Produktentwicklungsservice dann mit dem Anbietenden von Standards, filtert die angebotenen Standards und checkt das dann im Vergleich zu dem Produkt und empfiehlt relevante Standards. Der Produktentwickelnde kann entsprechend empfohlene Standards auswählen. Die werden gedownloadet, bereitgestellt.
Dann werden diese ausgewählten Standards wiederum gefiltert und Anforderungen werden identifiziert und dem Produktentwickelnden empfohlen. Der kann sie auswählen und entsprechend werden sie dann verlinkt. Also Anforderungen zunächst werden, ne, also wir haben die Verwaltungsschale entwickelt des Produktes. Basierend auf den Informationen da drin werden Standards gefiltert und dann ausgewählte Standards wiederum gefiltert nach Anforderungen, die passen könnten. Der Produktentwickelnde wählt Standards und Anforderungen aus und das Ganze wird dann verlinkt. Und dann in der zweiten Phase erfolgt dann so eine iterative Entwicklung des Produktes. Immer so ein Ping-Pong kann man sich das vorstellen. Also Produktentwickelnde entwickelt sein Produkt weiter, entsprechend der Checkliste oder entsprechend der Anforderungen eines Standards. Und erteilt dann dem Vorzertifizierungsservice den Auftrag, den aktuellen Produktentwicklungsstand zu prüfen. Der wiederum, ja, schaut in die Verwaltungsschale des Produktes, ruft die Fähigkeiten ab, ruft gleichzeitig dann die verlinkten Anforderungen der Standards ab von dem Standardanbietenden, matcht das Ganze, dokumentiert es. Und basierend auf dieser Dokumentation startet der Produktentwickelnde ja die Weiterentwicklung. Ruft den aktuellen die aktuelle Anforderungskonformität ab und entsprechend entwickelt er sein Produkt dann weiter in Richtung Standardkonformität, hat dann aber auch die Möglichkeit, mit den neuen Informationen nochmal den Produktentwicklungsservice zu empfehlen, weitere Standards gegebenenfalls zu filtern, ob die relevant werden. Und das Ganze wird dokumentiert in der Verwaltungsschale des Produktes. Genau, wir werden dann sehen, dass je genauer das Produkt beschrieben ist, desto besser wird die Filterung stattfinden der Standards und der Anforderungen. Und wir werden sehen, dass die Anreicherung und die Verlinkung, also wir haben die Verlinkung von Fähigkeiten mit technischen Daten auf der einen Seite und an Anforderungen und dass da die semantische Anreicherung dieser Anforderungen es ermöglicht, diese Checkliste zu erstellen, die es ganz einfach ermöglicht, das Produkt dann in die gewünschte Richtung, in die standardkonforme Richtung weiterzuentwickeln. Genau. So, der langen Vorrede, ich komme zu einem Ende und wir starten mit der Demonstration. Genau, mein Kollege Alexander Wollbrink teilt jetzt seinen Bildschirm und wir gehen jetzt hier durch die Demo einmal durch. Wir sehen jetzt hier, dass im System derzeit drei Standards sind. Wir haben einmal die DIN EN 60900 auf Deutsch. Ist ein Standard zum Arbeiten unter Spannung und ermöglicht die Entwicklung entsprechender Handwerkzeuge. Das gleiche haben wir auch als 60900 auch in der englischen Variante. Und dann haben wir noch einen weiteren Standard, nämlich die 61326.1. Da geht es darum, um Electrical Equipment for Measurement Control and Laboratory Use und das Ganze dann um die elektromagnetische Kompatibilität. Die Standards wirken jetzt auf den ersten Blick ein bisschen nicht im selben Kontext, das ist auch wahr. Dennoch hatten wir uns für diese Standards entschieden im Laufe des Piloten und wir werden später sehen, wie alle Standards hier in die Demo einfließen. Genau, damit würde ich sagen, starten wir mal die Produktentwicklung. Wir sehen hier die Oberfläche, die wir im Piloten entwickelt haben. Das Ziel war, einen Produktentwicklungsservice zu entwickeln, der gewisse Ähnlichkeiten zu aktuellen Tools hat. Deswegen, wie gesagt, auch die vollständige Drängung der Verwaltungsschale in den Hintergrund. Wir werden hier keine Verwaltungsschalen sehen. Oder doch, wir werden sie sehen, aber in einer aufbereiteten Form. Also wir sind da nicht auf dem technischen Level der Verwaltungsschale unterwegs, sondern nutzen nur die Informationen, die in der Verwaltungsschale verfügbar sind. Genau, und dann lass uns doch mal ein neues Produkt starten, entwickeln. Genau, die Entwicklung starten. Wir haben uns überlegt, dass wir eine Pinzette entwickeln wollen. Wir schreiben jetzt mal hier Version 1 dazu, was ein isoliertes Handwerkzeug sein soll. Entwickler sind dieses Mal wir, also Fraunhofer, USB INA und meine Person. Wir haben uns auch schon überlegt, wie ein Bild der Verwaltungsschale, der Pinzette aussehen könnte. Laden das hier auch in die Oberfläche hinein. Und jetzt würden wir anfangen, diese
unsere Ideen, die wir jetzt vielleicht ja zunächst auf Papier hatten, jetzt in technische Daten und Fähigkeiten einzupflegen. Und zwar sehen wir jetzt hier zunächst erstmal die technischen Daten. Wir haben uns entschieden, ja, zunächst ja, Maße für die Pinzette zu entwickeln. Und zwar haben wir uns gedacht, Pinzette könnte zwischen 120 und 200 Millimetern lang sein. Dann haben wir uns auch überlegt, wie lang die Handgriffe minimal sein sollten. Genau, dann geht es weiter mit. Genau, was wir hier sehen, wir haben in den ersten zwei Zeilen haben wir ja Ranges angegeben, aber jetzt in der nächsten, in der dritten Zeile hat Alexander eine Property ausgewählt. Das sind derzeit die zwei Möglichkeiten, die wir haben in der Entwicklung hier, also Bereiche anzugeben oder auch einzelne Properties. Und die dritte Property bei der Pinzette wäre halt, dass die Handgriffe in Richtung des Arbeitskopfes eine Griffbegrenzung haben sollen. Ja, also wir haben jetzt zwei numerische Anforderungen und eine ja, String-Anforderung, wollte ich gerade sagen, eine Prosa-Anforderung. So. Genau, und dann haben wir uns noch Gedanken gemacht über das Material. Und zwar wollen wir ein isoliertes Handwerkzeug hier, beziehungsweise ein isolierendes Handwerkzeug erzeugen. Und das muss so hergestellt werden und bemessen sein, dass es den Benutzer vor gefährlicher elektrischer Körperdurchströmung schützt. Und dann haben wir uns auch noch überlegt, dass der Isolierstoff entsprechend der Beanspruchung gewählt werden soll, sodass er dem Gebrauch, dem üblichen Gebrauch ausgesetzt sein kann. Genau, das sind jetzt erstmal die sechs technischen Properties, die wir uns überlegt haben. Und jetzt würden wir im nächsten Schritt der Pinzette eine Fähigkeit hinzufügen. Und die haben wir uns dafür entschieden, die feines Greifen unter Spannung zu nennen. Genau, und diese Fähigkeit, die verknüpfen wir jetzt mit den Anforderungen, die wir bisher im System jetzt eingegeben haben. Und da sieht man jetzt nochmal das kurze Erinnerung an die Verwaltungsschale des Produktes. Also unter 1 General haben wir Informationen eingepflegt, die jetzt in die Verwaltungsschale und da in das Teilmodell Digital Nameplate integriert werden. Dann haben wir unter Technical Properties Informationen eingepflegt, die in das Technical Data Submodell eingepflegt werden und dann haben wir die Fähigkeit, die in das Capability Submodell eingepflegt werden. Genau, jetzt haben wir das verknüpft und jetzt kommen wir zum Overview, können uns das nochmal angucken, was wir gemacht haben, sind zufrieden, sieht gut aus und jetzt würden wir das Ganze committen. Genau, erste Entwicklung, genau, und jetzt erfolgt das Save and Upload und jetzt könnten wir nochmal in den Verwaltungsschalen-Server gucken, den wir da nutzen. Und jetzt sehen wir auch, dass die Pinzette hier neu hinzugefügt wurde. Eben hat man nur die Standards, die Verwaltungsschalen der Standards hier im System. Genau, dann lass uns wieder in die GUI reingucken. Genau, genau, jetzt kommen wir zum Requirements Linking, also zur Auswahl geeigneter Standards und Anforderungen. Genau, basierend auf den Informationen, die wir jetzt eingepflegt haben in unser Produkt zum jetzigen Stand, wurde im Hintergrund gefiltert, dass der Standard 60900DE, also die DIN-EN 60900 in der deutschen Variante geeignet ist. Genau, wir sehen hier einen Matching-Score von 2,77%. Genau, hier auch nochmal der Titel, Arbeiten unter Spannung etc. Und können wir vielleicht nochmal auf Englisch gucken. Da sehen wir dann, dass der Score bei 0% ist. Das basiert darauf, dass wir in diesem Fall die Informationen aus dem digitalen Zwilling des Produktes mit dem Scope bzw. den Keywords des Standards verglichen haben, die sich in dem Teilmodell, wie heißt das, Digital Standards Datasheet befinden. Und dieses Teilmodell, vielleicht Alex, kannst du einmal kurz auf die Präsentation springen? Genau, und da auf, genau, auf die Slide, genau, auf die da. Dieses Teilmodell Digital Standards Datasheet ist auch so ein High-Level-Teilmodell. Das ist sehr wahrscheinlich, dass diese Informationen hier frei verfügbar sein werden. Entsprechend hat der Produktentwicklungsservice die Informationen aus dem Teilmodell abgerufen. Aber er hat sich noch nicht damit beschäftigt, welche Informationen im Standards-Content-Teilmodell drin sind. Genau, da kommen wir gleich zu.
Genau, aber wir wählen jetzt diesen Standard aus, der wurde uns ja empfohlen, also schauen wir mal rein, wie es da drin aussieht, und sehen jetzt, dass dieser Standard, dass es hier an gewissen Stellen, also das sollte ich vielleicht noch erwähnen, dieser Daumen hoch ist das Zeichen in der GUI hier, dass sie hier, wie wir es eben beim Standard gesehen haben, dass der Standard empfohlen wird, gleichzeitig aber auch, dass wir jetzt hier in dem Kapitel 4.1, also allgemeine Anforderungen, beziehungsweise 4.1.1 zu Sicherheit, dass wir da, dass die, ja, der Service uns empfiehlt, hier mal reinzugucken in die 4.1.1. Und da hier vielleicht einmal auf die, genau, die haben wir jetzt verschiedene Requirements drin. Hier sieht man jetzt unter Content, dass isolierte Handwerkzeuge, isolierende Handwerkzeuge und Hybrid-Handwerkzeuge müssen so hergestellt und bemessen sein, dass sie den Benutzer vor gefährlicher elektrischer Körperdurchstromung schützen. Genau, und das hat der Service, wieso empfiehlt er uns das? Weil wir das eben in ähnlicher Art in die, das Produkt eingegeben haben. Genau, wir sehen hier noch unter Resource IRI, dass wir dieser Anforderung eine, ja, einen Identifier gegeben haben, der global eindeutig ist. Haben wir jetzt hier die DKE-URL verwendet und dann entsprechend der Normintegration in die Verwaltungsschale, also die letztendlich die URL unseres Pilotens verwendet und das dann verknüpft oder angehangen, die ja, DIN-EN 6900.de, dann unter Provisions findet man dann Requirement 2. Und wir sehen unter Modality, dass es sich hierbei tatsächlich um ein Requirement handelt und dass die Bindingness hier normativ ist. Vielleicht einmal kurz ein bisschen runterscrollen, da sehen wir dann, dass wir genau bei Provision 3, 4, die sind wiederum nicht empfohlen. Und gleichzeitig ist es aber auch keine Anforderung. Ne? Dabei handelt es sich um eine Provision. Vielleicht auch einmal kurz öffnen, die Provision. Genau, danke. Da sehen wir dann, dass die, ja, okay, hier fehlt es jetzt, aber Modality ist Provision. Genau, entsprechend ist es keine Anforderung. Ne? Wir sehen hier, ist einfach nur weiterführende Information, dass isolierende Handwerkzeuge das Risiko eines Kurzschlusses verhindern. Genau, aber jetzt springen wir zurück zu unseren Requirements, zu unseren Anforderungen. Die sind alle grün markiert und in diesem Fall auch mit dem Daumen hoch markiert. Also wählen wir sie mal aus. Genau. Weitere Anforderungen haben wir dann in dem, beispielsweise in den Anforderungen. Wir hatten uns ja mit Isolierstoffen beschäftigt und sehen hier genau auf die 24 vielleicht auch einmal aufklappen. Genau, muss, also der Isolierstoff muss den Beanspruchungen gerecht werden. Genau, und dann können wir vielleicht nochmal die, was hatten wir noch? Genau, Gebrauchsfähigkeit, ja, das ist eine gute Idee, dass wir die Gebrauchsfähigkeit der Handwerkzeuge hinzufügen sollen, minus Temperaturbereich minus 20 bis plus 70 Grad funktionieren. Und dann sehen wir, dass weitere Kapitel empfohlen werden, aber insbesondere auch unser Kapitel für Pinzetten. Genau, und dieses beschäftigt sich unter anderem mit den Maßen, die wir angegeben haben. Hier sehen wir beispielsweise Gesamtlänge, die empfohlen wird, so Requirement also gerne verknüpfen. Genau, und das Gleiche machen wir dann für die Requirements 108 bis 111. Sehen wir gleich nochmal im Detail, was das bedeutet. Genau, jetzt genau, kommen wir einmal zur Overview. Da sehen wir jetzt hier nochmal auf der linken Seite, dass wir jetzt nur mit dem Standard 6900.de interagieren und da unsere Fähigkeit an diese ausgewählten Anforderungen verknüpft haben. Genau, das Ganze würden wir jetzt wieder committen. Anforderungen des Standards ausgewählt, super. Save and Upload. Jetzt hat wieder ein Transfer stattgefunden von dem Produktentwicklungsservice, den wir hier sehen, in die Verwaltungsschale des Produktes. Und der Service erkennt auch, dass noch keine oder keine Vorzertifizierung stattgefunden hat oder dass diese veraltet ist. Entsprechend wird hier rechts empfohlen, jetzt mal eine Vorzertifizierung durchzuführen. Genau, vielleicht einmal auf die Previews gehen. Da sehen wir, dass noch bislang keine stattgefunden hat. Und dann würden wir jetzt einfach mal eine starten. Und dann sehen wir, dass jetzt eine stattgefunden hat und dass zum aktuellen Produktentwicklungsstatus die 42% der ausgewählten relevanten Anforderungen in dem einen ausgewählten empfohlenen relevanten Standard erfüllt werden. Und das können wir jetzt uns auch im Detail angucken. Genau, hier nochmal die Capability dann aufgelistet, feines Greifen unter Spannung. Hier auch nochmal die 42%. Und für jede Anforderung sehen wir jetzt hier spezifische Ergebnisse.
Also für jede ausgewählte relevante Anforderung. Genau, vielleicht starten wir mal mit einer, die erfüllt ist. Genau, mit der 24. Hier ist die Erfüllungsgrad ist 100%. Super. Requirement war, dass der Isolierstoff entsprechend des Gebrauchs zur erwartenden Beanspruchung gewählt wird. Und dann gucken wir einmal rein in die spezifischen Results. Also wir sehen, dass hier jetzt unter, also hier oben nochmal aufgeführt, die Smart Tags, die wir an dieser Requirement dran haben, nämlich dass wir einen Namen des Objektes haben, ist der Isolierstoff. Der Typ ist ein Property und die Value ist, das ist dieser entsprechende Gebrauch. Und dann sehen wir hier unten bei Fulfilled die auf der linken Seite die Requirements, also die Informationen, die erwartet werden von der Anforderung in dem Standard und auf der rechten Seite, was das Produkt ja, integriert hat, also was das Produkt derzeit bietet. Ja, und da sehen wir, dass dieser Vergleich stattgefunden hat und die Produkte dieser Anforderungen zu 100% erfüllt. Genau, wunderbar. Dann lass uns mal in eine reingucken, die nicht erfüllt ist. Genau, wir haben hier diese isoliertes und isolierendes Handwerkzeug, welche die Anforderung, eine Anforderung erfüllen. Gleichzeitig hat aber nicht, wurde nicht 100% dieser Anforderungen erfüllt, weil da ein weiteres Smart Tag drin ist und dieses Smart Tag konnte nicht einem technischen Datum im Produkt zugeordnet werden. Das merken wir uns für gleich, wenn wir das Produkt weiterentwickeln. Genau. Lass uns mal in die vielleicht 108 einmal reinschauen. Oder hier ist auch Temperaturbereich, genau. Genau, wo waren wir jetzt? Genau, jetzt haben wir hier, das ist die Anforderung, können wir kurz hochscrollen bitte. Genau, die 108, die sich mit der Länge, Gesamtlänge der Pinzette, einer standardkonformen Pinzette beschäftigt, nämlich dass sie mindestens 130, aber höchstens 200 mm sein darf. Und eigentlich sind wir ganz gut mit unserer Erfüllung, weil wir auch eine Gesamtlänge vorgesehen haben. Allerdings haben wir die also wir hatten gedacht, dass wir auch mit einer 120 mm Pinzette hier gut sind und standardkonform werden. Aber hier sieht man jetzt ganz eindeutig, dass wir hier nachschärfen müssen. Genau, vielleicht einmal noch in den Temperaturbereich, den wir da gesehen hatten, in der 31. Genau, hier sehen wir nochmal, dass wir hatten auch noch eine Anforderung verlinkt, dass das Handwerkzeug im Temperaturbereich minus 20 bis 70 Grad gebraucht, ohne beeinträchtigt zu sein, werden soll. Da wurde gar keine Anforderung gefunden, die diesem, gar keine Produktfähigkeit bzw. technisches Datum gefunden, die dieser Anforderung entspricht. Genau, in Summe sehen wir jetzt also, dass wir hatten jetzt 7 Anforderungen, davon wurden 42% erfüllt, was ja, den dreien entspricht. Genau, und die anderen werden wir jetzt weiterentwickeln. So, wir sehen jetzt hier rechts nochmal die 42%. Genau. Also jetzt eben stand hier Pre-Certification Required. Jetzt steht da der Score, der aktuelle Score. Und jetzt würden wir unser Produkt entwickeln, entsprechend weiterentwickeln. Genau. Und jetzt nutzen wir die Informationen, die aus dieser Vorzertifizierung hervorgegangen sind, haben wir jetzt so eine Art Checkliste, die wir abarbeiten können und sehen, dass genau Requirement 2 ja entsprechend noch nicht erfüllt wurde und fügen jetzt dieses technische Datum unserer Fähigkeit hinzu. Vielleicht nicht so schnell beim nächsten, dann sehen wir es da einmal noch genauer. Genau, jetzt haben wir hier noch den Temperaturbereich, den hatten wir gar nicht vorgesehen. Das heißt, wir würden jetzt auch wieder einen Temperaturbereich unserem Produkt hinzufügen und das machen wir auch unter Material. Genau. Einmal einfügen, dann minus 20 bis 70 und Grad Celsius in diesem Fall. Ja, wunderbar. Genau, dann gucken wir einmal unsere Liste. Achso, genau, Entschuldigung, das müssen wir auch noch einfügen. In Property. Ja. Ne, Condition noch nicht, genau. Wunderbar. Genau, jetzt gucken wir nochmal unsere Liste an und genau die 100. 8 müssten wir noch nachpflegen. Ne? Die hatten wir auch bisher nicht. Beziehungsweise Quatsch, da hatten wir die. Die hatten wir drin, aber den falschen Wert. Also wir hatten 120 gesetzt und würden jetzt gerne
die Gesamtlänge auf 130 bis 120, bis 130 bis 200 beschränken. Genau, und da müssen wir noch einmal in unsere Liste gucken. Ganz unten hatten wir noch die 111, Anforderung 111. Und da hatten wir, genau, hatten wir keine keine passende technisches Datum gefunden und fügen die jetzt noch, dieses Datum noch unserem oben unter, genau, von mir aus Maße hinzu. Genau, also hinzugefügt, dass die Griffbegrenzung nicht beweglich sein darf. Genau, ja, vielen Dank fürs Hinzufügen. Jetzt gucken wir auf unsere Fähigkeit, verknüpfen jetzt diese technischen Daten, die wir hinzugefügt haben, wiederum mit der Fähigkeit feines Greifen unter Spannung. Genau, schauen dann nochmal, was jetzt hinzugekommen, können wir das in der Overview nochmal prüfen. Genau. Sieht gut aus und dann würden wir das Ganze jetzt wieder in den digitalen, also zunächst den aktuellen Entwicklungsschritt committen und das Ganze wird dann im Hintergrund in die Verwaltungsschale des Produktes eingepflegt. Genau, jetzt sehen wir wiederum, dass genau, es hat ein Produktentwicklungsschritt stattgefunden. Entsprechend können wir jetzt die Vorzertifizierung erneut durchführen. Und jetzt sehen wir, tada! Magische Art und Weise, nachdem wir unser Produkt entsprechend der Anforderungen, der ausgewählten relevanten Anforderungen weiterentwickelt haben, dass jetzt das Produkt zu 100% den zugegebenermaßen kleinen Ausschnitt der Anforderungen aus dem Standard entspricht. Ja, also für den Demonstrator, hier in der Demonstration sagen wir jetzt, das Produkt entspricht dem Standard DIN EN 60900 vollständig und kann dann im nächsten Schritt in die tatsächliche Zertifizierung übergehen. Genau. Hier sehen wir nochmal, dass der Score 100% ist. Und wir freuen uns darüber, dass es so ist und schließen jetzt die ja, Produktentwicklung einfach ab. Genau. Klicken hier das Finished an. Finished. Genau. Perfekt. Ah, okay. Genau. Einmal nochmal schnell durchführen. Hat sich nichts geändert. Genau. Und dann sehen wir es auch wieder, dass der Score, der weiterhin 0%, 100% ist, also das Produkt ist jetzt so weit entwickelt, dass die Pinzette nach diesem 60900er Standard zertifiziert werden kann. Genau, also was haben wir gesehen? Wir hatten Informationen in unser Produkt eingegeben. Die wurden im Hintergrund in die Verwaltungsschale integriert. Basierend auf den Informationen in der Verwaltungsschale des Produktes wurden Standards ausgewählt, basierend wiederum auf den, als zweites natürlich auf den Informationen im digitalen Zwilling des Standards, inklusive also, Informationen auf Dokumentebene zur Auswahl des Standards und dann zur Auswahl geeigneter Anforderungen wurden die Norminhalte bzw. Fragmente und die Smart Standard Tags dann entsprechend gefiltert. Basierend auf der ja, Verlinkung haben wir unser Produkt vorzertifizieren lassen, haben gesehen, dass einige Anforderungen nicht erfüllt waren und haben unser Produkt dann entsprechend der ja, Checkliste, die wir gesehen haben, einfach weiterentwickelt. Genau, also wir sind Stand jetzt standardkonform zur 60900. Genau, aber jetzt kommen wir auf die Idee, nachdem neue Kundenanforderungen reinkamen, dass wir unser Produkt auch hinsichtlich ja, elektromagnetischer Kompatibilität weiterentwickeln wollen und würden das jetzt einfach mal machen. Genau, können wir jetzt vielleicht die V1 genau durch V2 ersetzen. Genau, gehen dann in Capability, in die Properties hinein, fügen eine Kategorie hinzu und zwar ja, entsprechend der elektromagnetischen Kompatibilität in, ja, in diesem Fall einer Basic Environment. Genau, und das ist jetzt der Punkt, an dem wir jetzt, dieses, was ich anfangs angekündigt hatte, dass wir uns jetzt in einem gewissen konstruierten Fall befinden, also unsere Pinzette hier nach EMC-Anforderungen weiterentwickeln wollen. Genau, Alex fügt da jetzt entsprechend zwei Anforderungen hinzu in dem Standard, für den wir uns, oder das lassen wir erstmal weg, aber genau, vielleicht.
Genau, haben jetzt hier zwei Properties hinzugefügt mit Performance-Kriterien A und B, Anlagen unter gewissen Konditionen, die wir auf der rechten Seite sehen. Genau, tipptopp. Genau, diese technischen Daten müssen wir jetzt noch unserer Fähigkeit hinzufügen. Und genau, passt. Und das Ganze würden wir jetzt wiederum committen, also in unseren digitalen Zwilling des Produktes einfügen. Wunderbar. Genau, jetzt sehen wir, dass die Pre-Zertifizierung gleich natürlich gleich wieder nötig sein wird, aber zuvor gehen wir jetzt nochmal in dieses Requirements-Linking rein und sehen jetzt, dass basierend auf den neuen Informationen, die wir hinzugefügt haben, dass jetzt nicht nur die 60900 ausgewählt ist, sondern jetzt auch die 61326, auch wiederum basierend auf den Informationen der 61326 in dem Digital Standards Datasheet, also den Informationen auf Dokumentebene. Genau, wir wählen jetzt die entsprechende Norm aus, da sie uns ja empfohlen wird. Und um das Ganze jetzt ein bisschen abzukürzen, wissen wir jetzt, dass die entsprechenden Anforderungen in Kapitel 6.2 vorkommen, wo es um die Immunity geht. Und wir wählen jetzt hier die Requirement 67 aus. Dabei einmal kurz hier bleiben. Sehen wir im Content, dass es jetzt sich um einen Table, also um eine Tabelle handelt, in der die einzelnen Anforderungen aufgeführt sind. Vielleicht kannst du das einmal gerade in der PDF des Standards zeigen. Genau, hier ist die entsprechende Tabelle. Da haben wir also ja, entsprechende Immunity Test Requirements for Equipment to be used in the Basic Electromagnetic Environment und da verschiedene Anforderungen in den Zeilen enthalten. Zum Beispiel Enclosure, also Port Enclosure Phenomenon ESD. Dann die Test Value auf der zweitrechten Spalte und am Ende das Performance-Kriterium. Und jetzt können wir nochmal in unsere, genau, in hier reingucken. Und jetzt sehen wir das unter der erste Smart Tag, den wir hier sehen. Genau den einmal, genau, mit deinem Zeiger markieren. Super. Genau, das ist entsprechend dieser Zeile in der Tabelle wurde diese Anforderung um ein Smart Standard Tag erweitert. Was jetzt die Informationen aus der Tabelle, aus der Zeile vereinfacht beinhaltet. Genau, super. Also haben wir jetzt dieses Requirement ausgewählt, gehen wiederum in die Overview rein, committen das Ganze, sehen, dass wir jetzt zwei Standards zu zwei Standards und mehreren Anforderungen in der 60900, aber nur eine Anforderung in der 61326.1 unser Produkt verknüpft haben, laden das wiederum hoch in den digitalen Zwilling. Genau. Und dann gehen wir wiederum in die Vorzertifizierung rein, starten die Vorzertifizierung und sehen, dass jetzt nur noch 87% der ausgewählten relevanten Standards erfüllt werden. Ne? Also weiterhin erfüllt sind die alle mit grünem Haken, die wiederum alle eben schon erfüllt waren, die ausgewählten relevanten Standards in der 60900. Und jetzt sehen wir allerdings, dass die Requirement 67, also dieser Table, die Anforderung in diesem Table in der 61326.1 nur teilweise erfüllt wurden. Das liegt auf der einen Seite daran, dass wir nur zwei technische Daten hinzugefügt haben. Das werden wir jetzt auch nicht machen, weil das einfach zu lange dauern würde. Aber wir sehen auf der rechten Seite, dass vielleicht einmal erst die Liste einmal runterscrollen, einmal in der Gesamtsicht. Also dieser Table beinhaltet circa, ja, sagen wir mal, 20 Anforderungen. Wir hatten jetzt eine erfüllt, die können wir uns jetzt mal angucken. Also wir sehen, dass genau hier die Port AC Power with Phenomenon Burst ist erfüllt mit Performance-Kriterium B unter der Kondition, dass es Test Value plus minus 1 KV etc. Und jetzt sehen wir es hier nochmal in der spezifischen Ansicht, dass die requireden, also die angeforderten Fähigkeiten bzw. technischen Daten 1 zu 1 von unserem Produkt erfüllt werden. Auf der rechten Seite sehen wir wiederum, dass der zweite Anforderung hier nicht erfüllt ist. Liegt einfach daran, dass das
Performance-Kriterium, das wir ausgewählt haben, nämlich A, ohne jetzt in die Details reinzugehen, was diese Performance-Kriterien einfach eigentlich bedeuten. Aber das entspricht nicht dem geforderten Kriterium, nämlich dem Performance-Kriterium B. Genau, jetzt sehen wir wieder die Checkliste und entsprechend könnten wir jetzt unser Produkt weiterentwickeln, sodass es dann auch letztendlich den Standard 613.621 zu diesem Standard konform ist. Genau. Damit würde ich sagen, springen wir einmal wieder in die Präsentation rein. Genau, super. Auf die Slide, genau. Also, was haben wir jetzt gesehen? Was sind die Kernerkenntnisse dieser Entwicklung, die wir durchgeführt haben und die wir jetzt gerade in der Demonstration dargestellt haben? Wir haben drei Kernerkenntnisse aus unserer Sicht, nämlich Kernerkenntnis A ist, dass je genauer die Produktseite beschrieben wird in der Produktentwicklung, desto besser können relevante Normen identifiziert und empfohlen werden und desto besser können dann gleichzeitig auch in der Folge relevante Anforderungen in diesen Normen identifiziert und empfohlen werden. Ja, wir hatten anfangs gesehen, dass nur eine Norm relevant war in der Demo und dann kam im Laufe der Entwicklung die zweite Norm hinzu aufgrund unserer zusätzlichen elektromagnetischen Kompatibilitätsanforderungen. Zweite Kernerkenntnis ist, dass die Fragmentierung der Anforderungen und Anreicherungen durch Smart Standard Tags uns die Erstellung von Checklisten ermöglicht. Also Checklisten, an welchen Stellen das Produkt entwickelt werden sollte, um es in Richtung Normkonformität zu entwickeln. Das bedeutet also, dass Normen und Anforderungen nicht mehr manuell gesucht werden müssen, sondern durch einen entsprechenden Smart Standard Service empfohlen werden können, wenn die Daten des Produktes entsprechend und die Daten des Standards entsprechend maschineninterpretierbar integriert sind. Und diese Checkliste, die vereinfacht uns die Produktentwicklung, denn sie kann nämlich dann einfach in unsere Produktentwicklungsprozesse eingepflegt werden und dann entsprechend abgearbeitet werden. Und die dritte Kernerkenntnis, was jetzt kein Alleinstellungsmerkmal ist, aber es ist so, dass die Verwaltungsschale beispielsweise benutzt werden oder genutzt werden kann, um Norminformationen und Fragmente sowie diese Smart Standard Tags und Services Industrie 4.0 konform zu integrieren. Ja, im Kontext Industrie 4.0 ist es vielleicht ein Alleinstellungsmerkmal, aber es können auch andere Formate gewählt werden können. Ja, das, die Voraussetzung ist, also beispielsweise gibt es ja auch einen Piloten RAC-IF, der Ähnliches tut. Genau. Die Voraussetzung ist, dass eine semantische Basis vorliegt. Ja? Also dass die Normen nicht wie Stand jetzt in Menschen interpretierbar sind, sondern die Normen ja, semantisch angereichert werden und dann haben wir jetzt die AAS-basierte Norm beziehungsweise den smartifizierten Standard, der die Norm dann interpretierbar macht. Genau. Aber Voraussetzung, wie gesagt, ist, dass eine semantische Basis entsteht. Genau, und damit kommen wir zum Ende der Präsentation. Ja, wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit. Ich beende jetzt die Aufzeichnung und dann können wir das Ganze voller Gänze diskutieren.